Ja, was ist los in Holland? Die Bauern legen fast das ganze Land lahm, Juli 2022. Es geht um eine Umweltgesetzgebung, die jetzt mit der Brechstange im Grunde die Fehler der Regierungen über die letzten Jahrzehnte korrigieren soll. Und dabei werden sehr, sehr viele, wenn es so kommt, werden sehr, sehr viele bäuerliche Betriebe in Insolvenz gehen, dann den Banken gehören, den dazugehörigen Investmentgesellschaften und so weiter. Also das ist jetzt vielleicht Umweltgesetzgebung, ja, zum Landraub, oder? Und natürlich muss die Umweltsituation sich verändern in der Landwirtschaft, aber es ist ja wohl völlig absurd, dass jetzt jahrzehntelange Regierungspolitik, die auch sich reflektiert in Forschung, in der Unterstützung der Universitäten. Und ja, das ist das, was wir heute haben. Das ist eine industrielle Landwirtschaft. Und jetzt sagt man plötzlich, nee, so dürft ihr gar nicht mehr. Und man führt jetzt Maßnahmen ein, die zum Konkurs der Betriebe führen. So geht's nicht, das ist eine Frechheit und es ist halt einfach anmaßend von Regierungen, die ja einfach vorher diese ganzen Fehlentwicklungen massivst gefördert haben, plötzlich die Betriebe, die da mitgegangen sind, vernichten wollen. Und das ist etwas, was ganz anders gehen kann. Es gibt Lösungen für die Landwirtschaft, die sehr, sehr gut funktionieren. Regenerative Landwirtschaft. Nordamerika ist da ungefähr 20 Jahre voraus und man kann halt auch die Tierhaltung so umstrukturieren, dass die Tiere zur Fläche passen, dass der Anbau auf den Flächen und die Düngung durch die Tiere zusammenwirken. Und das ist halt etwas, was jetzt in der regenerativen Landwirtschaft immer mehr ja, um sich greift. Zum Glück von den Bauern mit wenig Unterstützung von staatlicher Seite. In den USA gab es Unterstützung durch die Beratungsinstitutionen dort. Das muss hier auch dringend kommen, weil es kann nicht sein, jetzt, dass die bäuerliche Landwirtschaft dann verschwunden ist und dann ist niemand mehr da, der solche Art von Landwirtschaft mit der Natur umsetzen kann. Und ja, Bauern selber starten. Es gibt immer mehr Betriebe, die umstellen auf regenerative Landwirtschaft, wo Tier und Fläche zusammengehören, wo man eine Beweidung macht, die den Boden sehr, sehr schnell verbessert, wo die Wasserwirtschaft ja, einfach wieder mehr Wasserneubildung hat und weniger Belastung des Wassers hat, wo relativ schnell keine Mineraldüngung mehr nötig ist und auch ja, die Biozide immer weiter reduziert werden können und das Pflügen aufgehört wird, was halt bodenzerstörend ist und einfach dazu führt, dass die Böden kaputt sind und wir halt den Wasserkreislauf zerstören. Ja, soweit die Dinge sind bekannt. Ich habe dazu ein Video gemacht, was ein Renner geworden ist in diesem Kanal Regenerative Landwirtschaft. Gerne anschauen. Das ist in knapp einer Stunde ein Überblick über die Prinzipien. Sehr viel Lob von Bauern und Bodenforschern. Und das ist etwas, wo ich halt ja, einfach die Anregung gebe. Die Umsetzung in einem speziellen Betrieb ist eine hohe Kunst, die man nicht leichtfertig anfangen sollte. Darüber hinaus muss man eine Menge abkönnen, weil natürlich auf dem Land diejenigen, die was anders machen, oft erstmal lächerlich gemacht werden, angegriffen werden. Da muss man ein dickes Fell haben und auch aus Fehlern lernen, statt dann die Flinte ins Korn zu werfen. Und da ist halt jetzt ja, mit den 20 Jahren Verspätung auf Nordamerika in
Deutschland, Schweiz und auch langsam in Österreich eine Menge los. In Holland gibt es auch Betriebe, die regenerativ arbeiten. Und interessanterweise ist ein Milchviehbetrieb, der hat immer das Gegenteil von der Regierungspolitik gemacht. Und der war dann irgendwann der Bauer mit der besten Milchleistung, die beste Milchqualität. Und seine Böden sind absolut fantastisch. Und er hat ja alle vier Kinder ja auch in die Landwirtschaft gehen sehen, was heute selten geworden ist. Also da, wo die Bauern wirklich was Gutes aufbauen für die Zukunft, mit der Natur wirtschaften, dabei halt sehr wirtschaftlich sind, da geht es gut weiter. Die Wirtschaftlichkeit ist der Kern. Regenerative Landwirtschaft bringt die Bauern wieder dahin, wesentlich mehr von der, von den Lebensmittelpreisen für die bäuerliche Arbeit zu generieren. Früher war 80% der Erträge, der Einnahmen für die Bauern. Heute sind es ungefähr 20%. Dann haben wir bei der regenerativen Landwirtschaft eine drastische Verringerung der externen Kosten, was natürlich ein Teil auch dem Zögern der Regierung, das Zögern der Regierungen erklärt, darauf einzusteigen, weil da gehen natürlich Milliardenmärkte verloren, mit Recht, zerstörerische Milliardenmärkte, die unsere Böden kaputt machen, die unser Klima zerstören und letztlich die Bauern in Armut bringen. Und es kann nur von den Menschen selber kommen, und die Menschen gehen in Holland in riesiger Zahl auf die Straßen, und das in Deutschland da kaum berichtet wird in den üblichen Medien oder in den offiziellen oder öffentlich sichtbaren Medien, spricht für sich, ist traurig. Man sollte die Ereignisse berichten, aber nicht das, was wohlfeil ist für diejenigen, die hier ihre Meinung verbreitet sehen wollen. Und die Bauern selber müssen es anpacken. Sie müssen dabei unterstützt werden. Und wenn die Regierungen sich das nicht trauen, dann werden sie von uns Menschen unterstützt. Und solidarische Landwirtschaft gibt es immer mehr, Direktvertrieb. Und da sollte man halt dann gucken, welche Betriebe man unterstützt. Das sind die, die genau mit der Natur arbeiten, wo Tiere und Ackerbau im gleichen Betrieb sind. Und die ganzen Themen, die wir ja halt in diesem Kanal halt auch im Detail besprechen. Ja, soweit die Situation. Ich mag Holland gerne. Ich habe eine Weile dort gelebt. Ich spreche die Sprache so halbwegs. In Norddeutschland geht es auch als platt durch. Und die Holländer sind innovativ. Also meine Innovationen in der Wasserwirtschaft wurden in Holland sehr schnell aufgegriffen. Ein Riesenprojekt in Schweden, was auf meinen Ideen basiert, wurde von einem holländischen Betrieb jetzt geplant und bei der Umsetzung unterstützt, weil Deutschland ist leider recht innovationsfeindlich, und das ist halt einfach auch jetzt was, wo ich denn hoffe, dass Holland da jetzt was Gutes draus macht. Und insofern vielen Dank fürs Zuhören und bis dahin. Tschüss!